Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder euer Boy DVDN, a.k.a. Dirty Dotto, gib mir mehr am Start. Willkommen zu einer neuen Folge Behind the Beat. Ich weiß, es ist jetzt lange her, aber ich habe irgendwie mal wieder Bock gehabt so darauf und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Heute geht es um den Young Huren Type Beat. Ich habe gesehen, wir haben noch keinen Young Huren Type Beat gemacht für Behind the Beat. Und da dachte ich, ey, okay, dann nehmen wir mal den letzten, der rausgekommen ist, Cabriolet. Und wie es hier so üblich ist, ich zeige euch ein bisschen das Projekt, erzähle so ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe und versuche euch so ein, zwei Sachen, die ihr vielleicht gebrauchen könntet, mit auf den Weg zu geben, je nachdem, wie euer Wissensstand halt diesbezüglich ist. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und ein Like dazulassen und einen Kommentar, wenn euch der Beat gefallen hat oder wenn euch das Format gefällt. Und schreibt gerne in die Kommentare, welchen Beat ihr jetzt nächstes haben wollt. Würde ich sagen, lasst uns nicht länger quatschen, sondern wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch jetzt einfach ein bisschen das Projekt. Wie gesagt, wie ich da rangegangen bin, der Beat orientiert sich halt an dem neuen Young Huren Song Cabrio, den ich sehr nice finde, auf jeden Fall solltet ihr die auschecken. Ich finde auch, dieser Mr. Sir macht krasse Sachen, Alter, der macht immer so richtig atmosphärischen Krams und das habe ich halt auch hier so ein bisschen versucht und auch die Drums relativ simpel gelassen. Aber es hat eigentlich alles angefangen mit diesen Chords hier. Die Main Chords sind einfach nur Standard Chord Progression und da haben wir hier noch so einzelne Noten und es klingt dann so. Ist halt so ein sanftes Pad, so wie Young Huren die halt auch gerne benutzt. Und das ist halt die ganz einfache Chordfolge. Ihr könnt hier unten sehen, hier ist die Velocity immer so ein bisschen anders, weil ich fand hier, dass die hohen Noten hier relativ, hoppala, dass sie sich relativ beißen. Und da fand ich das laut und hab die hier so ein bisschen runter gemacht. Und ich finde, das ist auch ein nicer Trick, mit diesen Velocities zu spielen. Ihr könnt einfach, wenn ihr STRG A drückt und dann habt ihr hier unter Tools habt ihr Randomize. Und dann könnt ihr hier, wie ihr sehen könnt, könnt ihr dann die Velocity einstellen. Und ich finde, das ist sehr praktisch für Melos, weil die dem Ganzen so ein bisschen mehr Lebendigkeit und organischer klingen lassen. Okay, bei denen ist jetzt eigentlich egal, das ist halt ein Synthi-Pad so. Aber gerade so für Klaviersachen und alles, was so ein bisschen nach richtigen Instrumenten klingt, sind das auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall sehr gut. Ihr könnt auch einfach STRG R drücken, dann habt ihr das auch. Und ihr könnt hier auch zum Beispiel die, den Pan einstellen, also links, rechts, dass er euch das dann so randomized und so. Und finde ich auf jeden Fall geil. Das ist ein geiles Ding, solltet ihr eigentlich auf allen Melos benutzen. Und dann habe ich hier dieselben Chords nochmal ohne diese hohen Noten nochmal gespielt. Weil diese Zwischennoten halt für die Hook im Prinzip waren. Und deswegen habe ich die einfach nochmal kopiert und dann nochmal da reingesetzt. Ich kann euch auch sagen, wie der Sound heißt. Das ist von Omni. Also ich benutze zurzeit fast nur Omni. Vielleicht so ein bisschen Elektra noch oder Electrex. Polytheremin ist, ich weiß gar nicht in welcher Ding ist. Ich glaube Retroland Kategorie ist auf jeden Fall brutal. Immer geile Sounds da auf jeden Fall. Und dann halt so ein bisschen geeditet von der Attack her, so dass die so ein bisschen sanfter kommen. Also das, so ein bisschen Editing ist immer ganz cool so, weil dann kannst du auf jeden Fall viel rausholen aus dem Sound. So, dann haben wir hier einmal noch ein Piano eingespielt. Das folgt den Chords im Prinzip. Aber die sind so ein bisschen gestrummt. Ihr könnt hier so sehen, da die sind so, also halt so gestrummt im Prinzip. Und dann hier auch die Velocity sehr runter, weil das sonst ziemlich penetrant klingt. Ich zeig euch mal, wie das Piano klingt. Ja, okay, es ist kein Piano, also es ist unter der Kategorie Piano, aber es ist so wie Liquid irgendwas heißt das, glaube ich. Und da, wie gesagt, wenn man den hier hochsetzt, ist der halt fucking laut, deswegen habe ich gesagt, okay, mach es einfach hier die Velocity runter. So, und dieses Strum-Ding hier, das eignet sich halt richtig gut für Chords. Also ich kann euch das mal zeigen, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Noten mal wieder da an den Rand setzen. Weil es wirkt einfach viel natürlicher, wenn die so gestrummt klingen. Ja, warte, ich mach nochmal so. Und um das zu machen, könnt ihr einfach, ihr markiert halt eure Chords, ne? Also einfach mit dem Pinsel oder mit dem Stift, dann STRG A gedrückt, STRG gedrückt halten und Maus.
und dann Alt und S. Und dann könnt ihr hier diesen Strumizer benutzen. Also wichtig ist für mich immer, dass ihr dieses Preserve End drin habt, damit die Noten hier am Ende abgestimmt werden. Und dann könnt ihr hier die Tension einstellen. Und ich finde das immer ein geiler Effekt so. Es kommt immer richtig geil bei Chords. Und klingt alles schon viel, viel natürlicher und schöner. Genau, also auf jeden Fall nicht zu unterschätzendes Feature, finde ich sehr geil. Solltet ihr auch verwenden, wenn ihr könnt. Und wenn wir das dann uns zusammen anhören mit dem Piano und den Main Chords. Ja. Klingt auf jeden Fall ganz schön, finde ich, und deswegen hat dem auf jeden Fall noch sehr viel Mut gegeben. So, und dann sind hier für die Hook noch so ein paar Bells drin und auch von Omni, ist eigentlich alles von Omni hier. Und die schauen wir uns jetzt mal an, haben wir hier die Bells, ist wirklich nur eine kleine Melo. Das Gute ist, wenn ihr so mit Chords arbeitet und ich arbeite eigentlich immer so, ich habe dann in einem Pattern alle Melos, die ich erstmal so sammle, die ich verwenden möchte. Und durch diese, also das könnt ihr nicht hier sehen, aber ich zeige euch das einfach mal, wenn wir es mal so beispielsweise machen. Wenn wir uns jetzt hier die Main Chords mal kopieren und dann hier reinkopieren, dann seht ihr diese Ghost Notes, also das heißt, ihr seht einfach, was in dem Pattern noch spielt, und da die ja hier die in dieser Scale, die ich gewählt habe oder die ich halt eingespielt habe, stattfinden, erkennt er automatisch, wenn ihr hier auf dieses Helpers-Ding, Scale Highlighting Automatic geht. In den meisten Fällen ist das richtig, kann auch manchmal ein bisschen, kommt immer auf die Chords an, aber dann könnt ihr sehen, hier diese helleren Bereiche sind in der Scale und dann könnt ihr halt die Melos darauf einspielen. Ihr könnt das uns mal anhören, wie jetzt die Bells nur alleine klingen. Also so, weißt du, schön so Dreamy Bells passen halt perfekt zu Young Horn, und ich finde, wenn man das mit den Chords zusammen abspielt, hat so ein schönes Feeling einfach so. Und eigentlich, man muss eigentlich nur einmal so eine gute Melodie haben und darauf baust du es dann alles auf, weil du dann im besten Fall die Scale kennst und dann die Melodie darauf aufbauen kannst. Deswegen auf jeden Fall sehr praktisch. Genau, dann haben wir als letztes diesen Arp hier. Da habe ich lange für gesucht, so, um so einen ähnlichen Arp zu finden. Es sind so Arp-Bells, auch von Omni, wie gesagt. So, das sind einfach hier nur einzelne Noten, die halt gespielt werden. Das klingt dann so. So ist so ein bisschen Pad-like, aber immer noch so dieses Bell-artige ist da drin. Das ist kein richtiges Preset gewesen, sondern ich habe einfach mal so ein bisschen rumgespielt. Ihr könnt bei Omnisphere, könnt ihr ja einzelne Samples reinladen, die schon im Programm sind. Da geht ihr einfach hier drauf beispielsweise und habt hier so verschiedene Sounds. Das sind einfach keine Presets im Sinne, sondern einfach Samples. Und die könnt ihr dann so ein bisschen bearbeiten. Und das habe ich hier so ein bisschen gemacht. Ich habe den hier reversed. Und dann noch ein bisschen Reverb draufgehauen. Auf den Bells ist dann noch Halftime drauf. Ich zeige euch mal, wie die ohne Halftime klingen. Und RC20 Retro Color. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber wirklich Bomben-Plugin so. Kann ich jedem empfehlen. Jetzt machst du den Sound so ein bisschen dirty und alt. Man hat ja auch verschiedene Presets und ist halt auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel nicht Vinyl benutzen wollt, weil Vinyl ist ja nur dieser Detune-Effekt, dieser Ozzy-Effekt, wie ich den immer so schön nenne. Aber der, hier hat man auf jeden Fall noch ein paar mehr Möglichkeiten, um einfach dem Sound so ein bisschen Leben zu verleihen. Ich zeige euch mal, wie der ohne Retro-Color klingt und ohne Halftime. Also ihr merkt, es ist einfach so ein richtig schriller, hoher Ton, jetzt einmal mit Retro-Color. Und mit Halftime. Also der klingt auf jeden Fall schön spacig dadurch. Und wie gesagt, habe ich lange für gesucht, so, weil es gab einfach irgendwie nichts Passendes. Dann kommen wir zu den Drums. Da haben wir ganz simpel
haben wir einen Standard-Drum-Loop gebastelt. So, weißt du, schön mit dieser Zaytoven Pierborn 808, die ja auch überall heutzutage stattfindet. Ich finde die so geil. Hier haben wir einmal die 808 alleine. Ich finde, die knallt einfach immer richtig schön. Also das ist auf jeden Fall die 808. Dann haben wir hier Standard Clap. Ich sag ja, ich bin großer Clap-Fan geworden. Dann noch eine zweite Clap drauf gelayert mit so zwei kleinen Double-Dingern. Die sind halt einfach nur ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und hier noch so ein bisschen... Nochmal schön Double, noch mit so einer extra Clap, einfach nur um so den Bar einfach ein bisschen abzurunden. So, dann kommen wir zu den Hi-Hats, die sind auch sehr simpel. Wir haben hier einfach ganz normal Fill Each Two-Step, hier so kleine Rolls, hier noch so nochmal so ein bisschen rollig, aber so ein bisschen anders halt so. Und die klingen so. Und das war es eigentlich von den Heads im Prinzip. So, was haben wir noch? Dann haben wir unten noch eine zweite Head, die einfach nur so ein bisschen Rhythmus angibt. Und was ich auch ganz geil finde bei diesen rhythmischen Hi-Hats, gerade bei dem bietet sich an, hier mit dieser mit diesem Randomizer zu spielen, besonders dann auch... hier so ein bisschen mit den Pans und so. Gibt einfach so ein bisschen mehr Rhythmus und tut halt viel für den Beat, wie ich finde. Auch wenn man eigentlich das mit einer Hi-Hat hätte belassen können. So. Aber in diesem Fall ist halt wirklich so ein bisschen Simplicity is key. Ihr seht ja, es sind maximal 13 Sounds, so, die in dem Beat verwendet werden. Dann kommen wir mal zur Open Hi-Hat. Das ist auch ganz, ganz standardmäßig hier. Einfach nur Standard Open Hi-Hat und hier noch so zwei Vox-Samples. Ja, dieses Standard, hey, ha, kennt jeder. So, und wenn wir uns die Drums alle mal zusammen anhören. Achso, die Kick habe ich vergessen. Kick folgt einfach den 808s, ganz simpel. Also ganz simples Drum-Pattern im Prinzip. Aber wie gesagt, manchmal Complexity muss nicht immer sein. Gerade bei solchen Beats muss einfach der Vibe stimmen so. Und dann hören wir uns nochmal die ganzen Drums zusammen an. Ach genau, eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte, die habe ich auch erst vor einiger Zeit rausgefunden. So, manchmal hat man das Problem, dass diese ganzen Standard-Hi-Hats und die Rolls so ein bisschen, ich sag mal, steif klingen. Klar, die sind ja auch steif, sind ja einfach nur alle auf Grid im Prinzip. Aber was ganz cool ist, ihr könnt hier den Shift ändern. Wir müssen mal gucken, ob man da so einen krassen Unterschied hört. Aber ich finde, dass die auf jeden Fall viel rhythmischer klingen, wenn man hier so ein bisschen Shift gibt. Das heißt, ihr klickt einfach hier auf Sample, dann auf diesen Werkzeug-Scheiß. Und dann könnt ihr hier den Shift einstellen. Ich mach mal einmal die Hi-Hats ohne Shift. Okay, und jetzt einmal mit. Ich gebe mal so ein bisschen Power. Also ihr hört, die sind wirklich nur leicht versetzt, aber ich finde, es gibt einen großen Unterschied so. Also einfach mal ein bisschen da rumspielen, so, ist wirklich ein geiles Ding. Benutze ich jetzt auch in fast jedem Beat, so einfach um den Hi-Hat so ein bisschen mehr Leben zu geben. Kommen wir zum Mixing. Ich erzähle ja nicht so viel drüber, weil da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. So. Fangen wir mal bei der Kick an. Wir haben die hier auf Mono gestellt und einfach nur ein Parametric EQ, dann die Höhen rausgeschnitten, ein bisschen die Low-Mids angehoben und das war's dann im Prinzip. Dann bei der 808 auch ganz einfach schön ganz am Ende so ein Low-Cut, weil es sind dann so Drecksfrequenzen, die braucht eh kein Mensch, die hörst du sowieso nicht. Die sind bei 31 Hertz gecuttet. Ja, okay, man hört bis 20 Hertz, aber
da wummert es eigentlich nur noch, das brauchst du eigentlich nicht so unbedingt und hier so ein bisschen die Höhen. Bei diesen Zaytoven 808s habe ich mich immer schwer getan mit dem Mix, weil die immer so, ich weiß, die klang immer nie nice und ihr kennt ja so vielleicht so Playboy Cardi Songs, wo die immer richtig ballert. Und da war mir das wichtig, dass sich das gut anhört. Dann haben wir hier noch auf der Kick den Limiter, der mit der Kick gekoppelt ist, einfach damit, damit die Kick sich so ein bisschen duckt. Andersrum, dass sich die 808 duckt, wenn die Kick kommt. Und das können wir hier nochmal sehen. Ohne. Mit. Ist wirklich nur marginal, aber ich finde, es macht schon einen Unterschied. Dann haben wir bei den Claps auch nur Lows gecuttet. Genauso bei der hier. Hi-Hats ein bisschen Höhen gegeben. Bei den zweiten Hi-Hats genauso. Aber da habe ich noch so ein paar mittendrin gelassen, weil die so ein bisschen im Mittenbereich abgehen. Dann zu den Bells, auch ganz normal EQ, so alles Tiefe raus, was da nicht, was nicht gebraucht wird. Genauso bei dem Piano, sag ich mal. Und da einfach nur ein bisschen Mid-Pushs gegeben. Und hier, das habe ich ja schon erklärt. Und bei den Chords habe ich auch wirklich mich nur auf das Wesentliche fokussiert. Also wirklich Höhen viel raus und Bassheit auch viel raus. So beim Mix, wie gesagt, ich bin da kein Experte. So ist es so ein Weg, der für mich funktioniert. So. Auch wenn ich da noch so ein bisschen was auch so noch zu lernen habe. So. Aber es ist so ein Way, der für mich funktioniert. Und wie gesagt, Mixing-technisch und Beat-technisch, so viele Wege führen zum Ziel. So. Kommen wir auf den Master nochmal zurück. Und zwar... Das hier ist ein bisschen uninteressant für euch, aber ich möchte es eigentlich auf jeden Fall empfehlen. So. Sonoworks Reference ist ein geiles Plugin, gerade wenn ihr viel mit Kopfhörern mixt, so wie ich das tue, weil meine Bude ziemlich hellhörig ist und hier Nachbarn und bla bla. Und er versucht euch einfach mit diesem Plugin so einen relativ linearen Frequenzgang zu geben. Und ja, also es ist ein Top-Plugin, fühle ich richtig, finde ich super krass. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir an zweiter Stelle einen Maximus. Da habe ich mal ein Video zu gemacht, das muss ich jetzt eigentlich nicht wieder erklären. Also falls ihr... Ich verlinke euch das mal da oben in den Dingens, oder da, keine Ahnung, dass ihr euch das angucken könnt, das habe ich schon mal erzählt. Und dann Fruity Limiter, ein gutes Ding, was ich auch finde, was ich oft mache, wo vielleicht auch Leute sagen, ja, okay, ist eigentlich so soundtechnisch nicht gut. Clipping ist manchmal gar nicht mal so schlimm, gerade so bei Hip-Hop-Produktionen, so vieles läuft halt einfach über Clipping. Diese fetten Kicks, die ihr hört, die sind halt, klingen halt so krass, weil die einfach klippen. Zum Beispiel, wir können das hier an der Kick sehen, die ich oft benutze. Guck mal, die ist komplett abgeschnitten, aber durch den Limiter zieht es ja sowieso wieder runter. Und deswegen gebe ich hier immer so, weiß nicht, 0,5 bis 0,6 dB Ceiling, also den Grenzwert, und push den dann so noch 0,1 höher oder 0,2. Einfach damit es alles schön laut und kompakt klingt. Wie gesagt, so Master hilft auch nur, wenn der Mix gut ist oder wenn das halt alles gut gepegelt ist. So, hier mache ich meistens nicht viel, weil ich das alles schon im Sequencer mache. Also bei Drums in der Regel, aber hier kann ich immer so ein bisschen nachjustieren, je nachdem, was ich halt brauche. Und ja, also Clipping ist off-key und das Ding hier ist einfach nur, damit ich den Scheiß aufnehmen kann. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Natürlich ein Sub, würde ich mich auch ziemlich freuen. Und ja, ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen Bock, so mehr in der Richtung zu machen. Wenn ihr das auch so seht, dann freut es mich natürlich so. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss und peace out.